Zu einer wirklich, wirklich großen Frage, wie weit geht religiöse Toleranz? Die Frage kennen wir, sie ist uns wohlbekannt. Die Frage war immer ein Thema, auch im ausgehenden 18. Jahrhundert. Damals, als ein gewisser Lessing ein Stück dazu verfasste. Lessing erntete noch zu Lebzeiten Zustimmung für seine Ideen in der Sache, aber auch Empörung und Hass. Die Uraufführung seines Stückes nahte an der Weise, heute vor 240 Jahren in Berlin, erlebt er allerdings nicht mehr. Sven Hecker mit dem Stichtag. Es kann wohl sein, dass mein Nathan im Ganzen wenig Wirkung tun würde, wenn er auf das Theater käme, welches wohl nie geschehen wird. Da irrte Gotthold Ephraim Lessing, und zwar doppelt. Sein Nathan der Weise kam auf die Bühne, wenn auch erst nach seinem Tod und anfangs mit sehr mäßigem Erfolg, doch das Stück sollte einige Wirkung entfalten. 1778, Lessing, Bibliothekar des Herzogs von Wolfenbüttel und wohlbekannter Autor der Emilia Galotti, ist in einen heftigen Schriftenstreit verwickelt. Sein Konkurrent, Johann Melchior Götze, Hauptpastor in Hamburg. Gegenstand der Fehde: des Herrn Hofrats Lessings feindselige Angriffe auf unsere allerheiligste Religion. Lessing hatte mit einer Reihe von Schriften ihn schon lange bedrängende religiöse Fragen öffentlich gemacht. Er, Anhänger der Aufklärung, sucht auch in der Religion Vernunft und Wahrheit, nicht orthodoxen Buchstabenglauben und Dogma. Doch Lessings Zweifel werden als Unglauben gedeutet, als Gottesleugnerei, als brandgefährlicher Angriff auf die bestehende Kirche. Was für eine Religion er durch die christliche Religion verstehe und was für eine Religion er selbst als die wahre erkenne und annehme. Diese Fragen Hauptpastor Götzes an Lessing sind der Kern des Streits und bald auch des Nathan, denn sein Dienstherr, der Herzog, verbietet Lessing weitere Anti-Götze-Brandbriefe. So steigt Lessing auf seine alte Kanzel, die Bühne, und schenkt seinem Konkurrenten Götze eine Rolle, die eines Patriarchen, dem Juden, überhaupt Andersgläubige verdammt, ja, verbrannt gehören. Als Gegenfigur installiert er den jüdischen Kaufmann Nathan. Auch der hat ein reales Vorbild, Lessings Freund Moses Mendelssohn, ein jüdischer Aufklärer, der am eigenen Leib die soziale Diskriminierung der Juden erfährt, die weit verbreiteten, oft religiös begründeten Vorurteile. Daraus wächst seine Überzeugung. Da die Menschen alle von ihrem Schöpfer zur ewigen Glückseligkeit bestimmt sein müssen, so kann eine ausschließliche Religion nicht die wahre sein. Diese Ansicht Mendelssohns beschreibt auch die Haltung von Lessings Nathan, dem weitgereisten Kaufmann im Jerusalem der Kreuzzugszeit. Klosterbruder, Sultan Saladin oder Tempelritter, alle könnten ihm Freunde, Brüder sein, trotz oder gerade wegen ihres anderen Glaubens. Als Nathan von Saladin nach der für ihn wahren unter den Religionen befragt wird, antwortet er mit dem Gleichnis von den drei Söhnen und des Vaters Ring. Vor grauen Jahren lebt ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Die Ringparabel hat Lessing aus Boccaccios Decamerone entliehen, doch er erweitert sie. Glauben und Moral müssen sich bei ihm praktisch im Alltag bewähren. Es eifre jeder seiner Unbestochenen von Vorurteilen freien Liebe nach. Ein salomonisches Urteil. Toleranz, Achtung des anderen Glaubens statt orthodoxem Fanatismus und Missionseifer. Gott ist größer als jede Konfession. Eine humanistische Botschaft, die Lessings Zeitgenossen überfordert. Und uns immer noch inspiriert, weshalb Nathan der Weise auch immer noch auf den Spielplänen zu finden ist. Vor 240 Jahren die Uraufführung des Lessing-Stückes in Berlin am 14. April 1783.